Danke. Frisch gestärkt nehmen wir den zweiten Teil unserer Veranstaltung auf. Der zweite Teil, wie üblicherweise auch immer, ist den Wettbewerbsbehörden und Wettbewerbsinstitutionen vorbehalten. Und dann wende ich mich jetzt als erstes, nachdem das hier irgendwie jetzt abkartelliert worden ist, gegen meinen Plan, aber mein Gott, es läuft nicht immer so, wie man sich das denkt, an die Nathalie Hasdorf von der Bundeswettbewerbsbehörde. Liebe Nathalie, ihr habt letztes Jahr das 15-jährige Bestehen gefeiert. Jetzt gibt es die Bundeswettbewerbsbehörde schon seit 16 Jahren. Und ich glaube, der Theo ist da hinten, also ich bin gerade dabei, euch Honig ums Maul zu schmieren. Also in Wirklichkeit ist die Bundeswettbewerbsbehörde, hat sich hervorragend entwickelt, wenn ich mich noch erinnern kann an die Zeiten des Walter Barfuß, der gesagt hat, man soll halt etwas entwickeln, für das man sich nicht genieren muss. Über diesen Stand ist man weit hinausgekommen und es ist eine respektierte, allseits respektierte Behörde innerhalb der Europäischen Union geworden. Und ihr habt auch euch im Vergleich zu anderen Behörden extrem viel angetan bezüglich Advocacy. Zu nennen sind hier nur die Standpunkte, die auch über Österreich hinaus durchaus wahrgenommen worden sind, zu Transaktionskosten, zu vertikalen Preisbindungen und jetzt zum Wohlverhaltenskatalog auch. Und ich möchte auch ganz ausdrücklich betonen, dass die Wettbewerbsbehörde Dinge etwas macht, das nicht jede Wettbewerbsbehörde als selbstverständlich ansieht, dass man, wenn man aus der Wirtschaft heraus Probleme erkennt und sieht, dass man sie mit der Bundeswettbewerbsbehörde auch besprechen kann und sie einer im allseitigen Interesse liegenden Lösung zuführen kann, wie das dann im Einzelfall auch immer ausschaut. Also das heißt, die Bundeswettbewerbsbehörde hat so ein offenes Advocacy-Ohr, das halte ich für sehr wichtig. Sehr wichtig ist auch die reale Umsetzung dann in konkrete Fälle. Und jetzt möchte ich sozusagen, um damit nicht nur sozusagen wie auf Wolke 47 rosa herumschweben, sagen, ich habe mir eure Tätigkeitsberichte, die ich mir natürlich immer ganz intensiv anschaue, weil sie interessant sind, habe ich mir die zurückliegenden Wettbewerbsberichte ein bisschen angeschaut und eine interessante, also für mich interessante Tendenz festgestellt, die halt auch in objektiven Zahlen objektivierbar ist, dass eigentlich seit 2012 die nationalen Fälle betreffend Kartell im engeren Sinn, also Kartellrecht im engeren Sinne, nämlich Kartellverfolgung und Missbrauchsaufsicht, abgenommen haben. Ich habe mir das auch genau ausgerechnet, aber es ist sowohl in relativen als auch in absoluten Zahlen. Sie sind noch immer beeindruckend und ihr habt sonst auch viele Dinge zu tun, aber womit kann man sich das eigentlich erklären? Also ist das ein ganz natürlicher Vorgang oder gibt es neue Prioritäten oder wie auch immer? Also auf jeden Fall, ich gebe dir das Wort, liebe Nathalie. Ja, vielen Dank für diese sehr nette und freundliche Einleitung. Sie haben ja schon gehört, dass Dr. Zehetner und ich die Reihenfolge abgestimmt haben und kurzfristig geändert haben. Ich glaube, das ist ein sehr positives Signal für die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Herrn Vorsitzenden. Ja, das Thema heute, Entwicklungen 2018, Ausblick 2019, das lässt natürlich ein sehr, sehr breites Feld, überlässt es mir, aus dem ich auswählen kann, über was ich sprechen werde. Ich werde versuchen, auf einige praxisnahe Themen einzugehen, die uns derzeit beschäftigen oder beschäftigt haben. Die Entwicklungen seitens der BWB gliedern sich einerseits in institutionelle Entwicklungen, dann die schon angesprochenen Advocacy-Initiativen und natürlich der Kern unserer Tätigkeit, die Fallarbeit und die Fusionskontrolle. Institutionell ist zu sagen, dass wir glücklicherweise gut qualifizierte Mitarbeiter gewinnen konnten 2018. Wir haben aber gleichzeitig auch Mitarbeiter verloren an die Anwaltei, an Unternehmen und auch an den Europäischen Gerichtshof. Das ist jetzt nicht etwas, wofür man sich schämen muss natürlich, aber wir müssen natürlich versuchen, auch gute Leute zu halten. Ich habe neulich von der Common Market Authority, also in der UK, erfahren, dass sie bei einem Mitarbeiterstand von 600 Mitarbeitern jedes Jahr 100 Mitarbeiter aufnehmen müssen, um auf demselben Level zu bleiben. Ich glaube, das ist kein Vorbild.
Insofern wird, und da knüpfe ich an die Rede des Herrn Generaldirektors bei der Studienvereinigung, da wird darüber nachzudenken sein, inwieweit vielleicht ein anderes Schema für die Bediensteten bei der BVB sinnvoll sein könnte, um hier auch sicherzustellen, dass wir konkurrenzfähig bleiben, auch wenn ich weiß, dass die Anwälte klagen, dass wir auch von ihnen Mitarbeiter abwerben, aber es gehen uns leider auch welche verloren. Die weitere Entwicklung war, dass sich die zwei Abteilungen, die Rechtsabteilung, der ich vorstehe, und die Prozessabteilung, der Kollege Dr. Xinades sieht ganz hinten, ich habe ihn im Blickfeld sozusagen, und, dass hier zwei spezialisierte Abteilungen eingerichtet worden sind. Der Kollege Xinades ist eben für die Prozessführung vor allem zuständig und in der Rechtsabteilung liegen die Ermittlungen und allgemeine Rechtsfragen. Das System hat sich bewährt. Wir arbeiten hier sehr, sehr, sehr gut zusammen und haben ja auch schon gemeinsam viele Verfahren gemacht. Das bewährt sich dann natürlich auch auf der Ebene. Allerdings mit weiteren Aufgaben und inhaltlicher Erweiterung und auch personeller Aufstockung wird das wohl nicht das Ende der Entwicklung der Institution BVB sein. Die meisten Wettbewerbsbehörden haben auch einen Chief Economist, eine ökonomische Abteilung. Wir haben uns so ökonomisch verstärkt und haben natürlich durch dieses Prosecutorial Model, das wir in Österreich haben, vielleicht ein etwas anderes Setting als Entscheidungsbehörden. Dennoch ist es sicher sinnvoll, sich hier weiter zu verstärken. Und es kann natürlich sein, mit neuen Aufgaben, dass wir noch weitere spezialisiertere Einheiten benötigen werden, damit wir das gewährleisten können, was uns wichtig ist, nämlich einerseits Effizienz im Vollzug, bei den Entscheidungen, auch schnelle Entscheidungen und Transparenz. Weil diese sozusagen Open-Door-Policy, die Dr. Daucher angesprochen hat, die kostet natürlich auch Zeit. Eine Behörde, die sozusagen hier auch anbietet, Advocacy zu machen, Gespräche zu führen, Dinge zu erklären, das nimmt Zeit einer Behörde in Anspruch und nimmt Ressourcen in Anspruch. Wir stehen aber dazu und möchten diesen Kurs auch weiter fortsetzen, weil wir glauben, dass das ein Baustein einer modernen Behörde ist. Teil dieser Transparenz sind auch die Leitfäden, die herausgegeben werden von der Bundeswettbewerbsbehörde, Selbstbindungsinstrumente, Soft Laws. Das betonen wir auch hier immer wieder, dass wir damit natürlich nicht die Gerichte binden können. Besonders gut, glaube ich, und ein Beitrag zur Rechtssicherheit war sicher der Hausdurchsuchungsleitfaden. Dieses Jahr haben wir gemeinsam mit den deutschen Kollegen ja den Leitfaden zum Transaktionswert herausgebracht. Wir haben hier versucht, sozusagen Licht ins Dunkel zu bringen. Vielen Dank hier auch für die Eingaben aus der Anwaltei, die hier auch aus der Beratungspraxis Fragen aufgeworfen haben. Dieses Projekt mit dem Bundeskartellamt gemeinsam ist sicher auch ein Meilenstein der Kooperation zwischen Mitgliedstaaten. Das kommt wirklich ganz, ganz selten vor. War auch nicht ganz einfach, hier gemeinsame Definitionen zu finden für die Fragen der Gegenleistung bzw. der erheblichen Inlandstätigkeit. Zur Anzahl der Fusionen unter diesem neuen Tatbestand ist zu sagen, dass es sich in einem Rahmen hält, der handhabbar ist. Also wir sind noch unter 20. Dazu kommen natürlich zahlreiche Pränotifikationsanfragen. Die Zahl verblasst natürlich geradezu im Vergleich zur Zahl der insgesamt Anmeldungen, die wir bekommen. Da sind wir wirklich im europäischen Spitzenfeld, trotz unserer Größe des Landes, immer weit über 400. Hier kann man sich natürlich für eine zukünftige Novelle die Frage stellen, inwieweit die Umsatzschwellenwerte, die derzeit in Österreich vorgesehen sind, tatsächlich notwendig sind. Wir wollen uns diesem Thema wissenschaftlich annähern und erheben derzeit intern mit Blick auf alle Fusionen, die jemals geprüft worden sind in der BVB, wie hier die Umsatzwerte waren und auch welche von diesen Fusionen problematisch waren oder Fragen aufgeworfen haben etc. und hoffen, dass wir für die nächsten Logistikgespräche hier vielleicht einen sachlichen Beitrag zu dieser Diskussion leisten können. Weiter, und ja, die nächste Novelle kommt bestimmt. Professor Katrin hat das ja auch schon zugegeben, ein bisschen widerwillen sozusagen, weil da natürlich auch Arbeit auf uns zukommt. Die nächste Novelle kommt bestimmt, denn ist ja heute schon angesprochen worden, die Richtlinie zur Stärkung der nationalen Wettbewerbsbehörden. Hier hat es die politische Einigung gegeben. Jetzt kommen wir zur Frage der Umsetzung. Ich möchte jetzt nur kurz beleuchten den Blickwinkel der BVB auf
auf dieses Projekt. Für uns sind natürlich die anderen nationalen Wettbewerbsbehörden ganz, ganz wichtige Partner im Vollzug. Und daher begrüßen wir es natürlich, dass hier ein Level Playing Field geschaffen wird. Es hat auch in einzelnen Mitgliedstaaten, und hier möchte ich keine Behörden beim Namen nennen, massive Probleme gegeben in Bezug auf die Befugnisse, aber auch in Bezug auf die Unabhängigkeit. So hat es in manchen Mitgliedstaaten Vorfälle gegeben von Abberufungen ohne Begründung über Nacht etc. Für uns ist es wichtig, dass wir zuverlässige Partner haben und daher begrüßen wir dieses Level Playing Field. Das ist ein Punkt. Begrüßen wir natürlich auch das Thema Ressourcen, das hier verankert wurde, wenngleich eine Bestimmung in einer Richtlinie natürlich nicht ins Detail gehen kann. Das liegt in der Sache selbst. Dennoch ist es sicher sinnvoll, hier zumindest Mindestvoraussetzungen zu setzen. Und ein Aspekt, der uns stärker betreffen wird, ist eine weitere Harmonisierung der nationalen Grundsäulenprogramme. Das war ja bisher nicht der Fall. Es gibt ja auch ganz klare Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Unabhängigkeit der nationalen Grundsäulenprogramme und auch dazu, dass das ICN Model Leniency-Programm keine bindende Wirkung hat. Jetzt haben wir hier eine weitergehende Harmonisierung. Hier wurde auch im Zuge des legislativen Prozesses diskutiert, ob das jetzt wirklich noch eine Mindestharmonisierung ist oder darüber hinausgeht. Jedenfalls werden hier einheitliche Regelungen geschaffen. Ein großes Anliegen von uns war, dass damit der weite Anwendungsbereich des österreichischen Grundsäulenprogramms nicht eingeschränkt wird. Das heißt, dass es weiterhin auch für Vertikalverstöße zur Verfügung steht. Das ergibt, finde ich, auch Sinn, wenn man beobachtet, wie andere Behörden umgehen mit Kooperationen, Vertikalfällen, die dann versuchen, auch wenn ihr Grundsäulenprogramm nicht anwendbar ist, so eine quasi Anwendung zu argumentieren. Ich denke, hier ist die österreichische Regelung transparenter, die eben darüber hinausgeht. Etwas bedauerlich finden wir, dass zur Frage der Zuständigkeit keine genaue Frist enthalten ist, bis wann die Kommission entscheiden muss, ob sie jetzt einen Fall tatsächlich verfolgt oder diesen an die Mitgliedstaaten abtritt. Im Falle eben der Anwendung des Grundsäulenprogramms in den Erwägungen ist hier von zeitnahen Entscheidungen die Rede. Da hätten wir uns vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, auch wenn im Großen und Ganzen natürlich die Kooperation innerhalb des Netzwerkes sehr, sehr gut funktioniert. Auch positiv finden wir die Regelung zum Zusammenspiel zwischen dem Strafrecht und den nationalen Grundsäulenprogrammen. Auch hier sehen wir es positiv, dass für die weitergehende österreichische Regelung weiter Raum gegeben ist. Es wurde heute schon so ein bisschen angedeutet, dass es da eh nicht so viel umzusetzen gibt, aber wir haben ja in anderen kleineren Rahmen schon Diskussionen gehabt über einzelne Bestimmungen und da ist der Teufel wirklich im Detail und auch manches nicht ganz, ganz klar gefasst in der Richtlinie. Also ich glaube schon, dass unsere Köpfe da noch etwas rauchen werden in den logistischen Diskussionen zu der Umsetzung. Was hat uns auch beschäftigt? Letztlich auch diese Richtlinie zu Unfair Trading Practices, auch wenn wir da natürlich als Behörde jetzt nicht am Tisch sitzen, aber insbesondere im Zusammenspiel auch mit dem Projekt des Standpunktes zum Wohlverhalten haben wir hier natürlich auf einen Gleichklang geachtet und ist unsere Fachexpertise natürlich auch in die österreichischen Positionen mit eingeflossen. Da ist ja ein sehr straffer Zeitplan vorgesehen, wir sind sehr gespannt, wie und wann dann dieses Projekt auch abgeschlossen werden wird. Sehr viel Zeit ist ja nicht mehr, wie auch schon angesprochen worden ist, heute. Zu dem Papier an sich, den Standpunkt zum Wohlverhalten, möchte ich gar nicht mehr so viel sagen, ist ja heute schon auch ausführlich diskutiert worden. Das war eine Anregung der Wettbewerbskommission, die wir aufgegriffen haben, aber ich muss auch sagen, das Thema hat uns auch davor schon sehr lange beschäftigt, weil wir viele Beschwerden bekommen haben, die nahegelegt haben, hier etwas Klarheit zu schaffen. Auch hier bei diesem Projekt möchte ich mich bedanken bei allen, die hier mitgewirkt haben, insbesondere bei Magister Seidelberger auch, WKÖ, Landwirtschaftskammer und den vielen Stellungnahmen, die wir bekommen haben, Handelsverband,
die hier einen Diskussionsbeitrag geleistet haben. In dem Standpunkt weisen wir auch nochmal auf die neu eingerichtete Whistleblowing-Plattform, wenn man das so sagen möchte. Ich verwende lieber das Wort anonymes Hinweisgebersystem, weil Whistleblowing klingt immer so, als hätten wir ein Programm für Informanten, die geheim bleiben. Das haben wir natürlich nicht, ja. Sondern es ist einfach die Möglichkeit, eine Beschwerde elektronisch in anonymer Form einzubringen und hier sich auch wieder mit der BWB rückkoppeln zu können. Wir gewährleisten hier über die technische Aufsetzung des Systems, die Anonymität. Ich darf aber darauf hinweisen, dass natürlich jeder, der das eingibt, auch selber darauf achten muss, dass er keine Hinweise enthält, keine Hinweise einfügt, die unmittelbare Rückschlüsse erlauben. Also wenn jemand seinen Namen hineinschreibt, dann haben wir ihn natürlich wieder. Also dann ist es nicht mehr anonym, auch wenn man dieses anonyme Hinweisgebersystem verwendet. Insofern bietet es sich insbesondere vielleicht für Unternehmen auch an, hier auf eine anwaltliche Unterstützung zurückzugreifen, wenn sie eine Eingabe machen. Darüber hinaus steht natürlich weiterhin die Möglichkeit zur Verfügung, auch sonst einen anonymen Brief, eine Beschwerde bei uns einzubringen, aber dann können wir eben keine Rückfragen stellen und das könnte vielleicht manchmal dazu führen, dass wir tatsächlich eine Ermittlung eröffnen. Wie ist die Bilanz bisher? Wir haben uns sehr genau erkundigt bei anderen nationalen Behörden, die bereits derartige Systeme implementiert hatten, die WKStA, die FMA, E-Control, aber auch europäische Behörden. Und ich denke, wir haben aus ihren Erfahrungen schon lernen können und haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, auf Basis derer Erfahrungsschätze einerseits den Threshold doch so hoch zu setzen, dass man eine gewisse Genauigkeit aufbringen muss, um eine Beschwerde einzubringen, aber andererseits auch ein einfaches System aufzusetzen. Die Zahlen sind so, dass wir damit gut umgehen können und wir haben hier auch schon durchaus sehr sinnvolle Hinweise bekommen. Ansonsten ist es ja erst dieses Jahr implementiert worden, das heißt, man wird es wahrscheinlich erst in einem längeren Zeitraum abschließend evaluieren können. Was hat uns sonst noch so beschäftigt? Die Branchenuntersuchung zum Themenbereich Gesundheit. Hier haben wir den ersten Teilbericht veröffentlicht zu den Apotheken. Hier verstehen wir uns als Stimme für den Wettbewerb. Es zeigt, glaube ich, dass eine Wettbewerbsbehörde außerhalb des Kernbereichs des Vollzugs auch eine Rolle haben kann im Bereich der Wettbewerbspolitik, indem wir uns Know-how zu einem Markt erarbeiten und dieses dann auch zur öffentlichen Debatte zur Verfügung stellen für die, die dann wirklich die Policy machen, die Ministerien etc. Und wir haben hier nach einer eingehenden Analyse des Marktes befunden, dass es Raum für die Regulierung gibt, dass es Raum für eine Liberalisierung gibt und hier eine Reihe von Vorschlägen aufs Tapet gebracht sozusagen. Die gehen durchaus relativ weit. Wir glauben, es ist wichtig, um diese Debatte anzustoßen, auch einmal klar anzusprechen, welche Möglichkeiten der Liberalisierung es gäbe. Zum einen sozusagen die Aufweichung der Bedarfsprüfung, sicher ein sehr strittiges Thema. Zum anderen aber auch die Öffnung des Marktes für Over-the-Counter-Produkte, die Öffnung des Online-Handels, Anpassung der Ladenöffnungszeiten etc. Interessant ist der Raster am Ende der Untersuchung. Sie müssen nicht den gesamten Bericht lesen. Man hat auf einen Blick alle Vorschläge am Ende im Raster ersichtlich. Wir stehen mit dieser Initiative auch nicht alleine da. Auch andere Behörden in Europa haben hier schon versucht, Anstöße zu geben an ihre Policymaker, gewisse Punkte zu liberalisieren in ihren jeweiligen Systemen. Ansonsten vielleicht auch zu den Fällen. Hier hat ja Dr. Taucher auch eine kritische Frage aufgeworfen zu unseren Statistiken, die ich sehr gerne auch aufgreifen möchte. Zum einen sieht man aus unserer Bilanz, dass ein Schwerpunkt weiter die Bekämpfung der vertikalen Preisbindungen ist, speziell wenn im Bereich sozusagen Online-Handel verbunden mit gewissen territorialen Restriktionen. Hier hat es dieses Jahr wieder Entscheidungen gegeben, jüngst iRobot Germany GmbH oder Divolo.
eine davon ist jetzt auch schon in der Edikt-Datei verfügbar. Wir begrüßen hier auch sehr, dass jetzt die Europäische Kommission auch auf dem Ball, wenn man so will, das Enforcement aufgesprungen ist und jetzt auch erstmals wieder seit vielen, vielen Jahren, ich glaube 15 oder so, Entscheidungen zu vertikalen Preisbindungen erlassen hat. Denn es hat hier doch, ist doch so ein bisschen in der Debatte im Raum gestanden, naja, wie sieht denn die Europäische Kommission diese Fälle? Ich denke, jetzt ist die Linie klar erkennbar, dass die Europäische Kommission hier auch den Kurs der nationalen Behörden, diesen Schwerpunkt auch für richtig hält, der ja vorher eher so Deutschland, Ungarn, Österreich getragen war. Weiters hat es dieses Jahr eine interessante Entscheidung gegeben zu einem Joint-Venture-Vertrag. Hier hat es auch eine Buße gegeben von 1,6 Millionen. Interessant ist vielleicht auch, und das ist auch öffentlich, dass ein Vertrag zwischen zwei Parteien war. Und auch hier in Österreich, wir haben eben ein weites Programm, auch das Grundsorgenprogramm zur Anwendung gekommen ist. Ich denke, das ist auch ein interessanter Aspekt dieser Entscheidung. Ansonsten konnten wir das Trockenbaukartell abschließen. Hier ging es um Bieterabsprachen und was, denke ich, an diesem Fall auch sehr bemerkenswert ist, dass die Kooperation zwischen der BWB und der WKStA bzw. dem BAG hervorragend funktioniert hat und sich dieses Zusammenspiel, das Österreich, glaube ich, schon auszeichnet, dass es hier einen klaren rechtlichen Rahmen gibt, dass sich dieses Zusammenspiel bewährt hat. Und ich kann auch sagen, es ist eh sozusagen medial auch schon bekannt und es gibt auch zu einer Hausdurchsuchung eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zum Schwerpunkt, den wir weiterhin haben, derzeit, der uns auch sehr beschäftigt, nämlich weitere Fälle des Bidriggings im Bereich Bau. Hier fließen sehr, sehr viele Ressourcen der BWB derzeit hinein. Das ist das Verfahren, das uns derzeit stark beschäftigt. Und ich glaube, hier kann man bezüglich der Statistik auch auf eine gewisse Wellenwirkung verweisen. Es gibt eben in Ermittlungs-, in großen Verfahren gibt es eben Wellen. Es gibt die Phase, in der man sich auf die Ermittlungen konzentriert, kriegt im Idealfall die Außenwelt noch nicht so mit. Und dann kommt die Gerichtsphase, die wird dann vor allem meinen Kollegen, wenn ich nach hinten schaue, den Dr. Xiniades, sehr stark beschäftigen, wahrscheinlich über Jahre. Und diese Gerichtsverfahren erzeugen dann wieder Zahlen für die Statistik, aber in der Statistik scheint es dann erst auf, wenn eigentlich sehr, sehr viel Arbeit schon geschehen ist und sehr viele Ressourcen schon gebunden waren. Insofern glaube ich, dass auch für Behörden vielleicht als Maßstab für Qualität und Leistung nicht immer Zahlen alleine der geeignete Parameter sind. Und vielleicht zuletzt jetzt noch ein kurzer Ausblick, in was wir werden weitermachen im Bereich Gesundheit. Hier werden weitere Teilberichte erfolgen, wobei sozusagen Qualität vor schneller Herausgeberschaft. Wir werden hier weitere Berichte veröffentlichen betreffend diesen Markt, aber auf einen genauen Zeitplan möchte ich mich nicht festlegen. Wir werden uns natürlich auch bei den Diskussionen zur Überarbeitung der Vertikal-GVO einbringen, aber hier ist zwar jetzt der Startschuss erfolgt, aber entgegen mancher Meinung ist jetzt sozusagen die Einladung der Kommission erst betreffend Stellungnahmen zum Zeitplan und zur Roadmap, also noch keine inhaltlichen Stellungnahmen. Das wird erst erfolgen. Wir werden uns natürlich bei den, sofern wir hoffentlich eingeladen sind dazu, bei den logistischen Diskussionen einbringen zur Umsetzung der verschiedenen Vorhaben. Und vielleicht auch ein Punkt von Interesse, weil ich diese Woche schon zu diesem Thema gefragt wurde und zugegebenermaßen eher etwas ausweichend darauf geantwortet habe, zur Frage, inwieweit, wie die BWB mit Compliance-Programmen umgeht, kann ich darauf verweisen, dass ein Aufsatz, eine Publikation erscheinen wird von Generaldirektor Dr. Tanner,
bei LexisNexis, wenn ich mich nicht täusche. Diesen Teaser kann ich sozusagen geben. Inhaltlich möchte ich dazu jetzt noch nichts sagen. Und vielleicht dann noch ein bisschen der Blick über den Tellerrand. Das kriegt man ja, glaube ich, sonst wenig mit, wenn man Unternehmen berät, unternehmensseitig oder anwaltseitig. Es gibt momentan auch sehr interessante internationale Diskussionen. Es ist ja heute schon im ersten Panel etwas angeklungen, dass man versuchen sollte, beim Kartellrecht nicht dieses für internationale Konflikte zu instrumentalisieren. Aber es gibt sehr interessante internationale Vorhaben. So hat die USA ein neues multilaterales Framework vorgeschlagen zu prozeduralen Standards, an der sich alle Behörden beteiligen sollen und sich dazu verpflichten sollen. Ist auch, man kann das bei MLEX oder anderen Foren auch so ein bisschen nachlesen. Das heißt, da sind wir jetzt auch im Bereich des Wettbewerbsvollzuges, sind wir jetzt auch eingestiegen in die internationalen Diskussionen um Zusammenarbeit und zwischen den verschiedenen internationalen Playern. Aber die Wettbewerbsbehörden versuchen hier, glaube ich, und hier bewährt sich, dass es im Rahmen des International Competition Networks, an dem 130 Behörden teilnehmen, schon eine sehr gefestigte internationale Kooperation gibt. Hier bewährt sich, dass die Behörden doch gewillt sind, sachlich zusammenzuarbeiten und hier offen miteinander weiter umzugehen, unabhängig von internationalen Spannungen oder Konflikten, die aus anderen Themenbereichen herrühren. Vielen Dank. Danke, liebe Nathalie. Ich glaube, wenn es Fragen und so weiter gibt, das fassen wir nachher alles zusammen und im Sinne der Zeitökonomie übergebe ich dann gleich an Jörg Zietner. Lieber Jörg, du bist in einer neuen Funktion hier. Du bist ja quasi ein alter Hase des Kartellrechts, also ein langer Beobachter auch der Wettbewerbskommission. Du wirst dir wahrscheinlich, wie du noch nicht in der Wettbewerbskommission gesessen bist, Gedanken dazu gemacht haben. Du folgst der Anna Hammerschmidt nach, die Ökonomin war von der WU. Du hast jetzt sozusagen den wirklichen kartelljuristischen Ansatz. Und da stellt sich natürlich die Frage, was wird sich jetzt ändern? Die Romy hat schon sehr viel in ihrer Begrüßung gesagt, dass ihr schon voll am Arbeiten seid. Und was ihr voll am Arbeiten seid, das würde wahrscheinlich die Community hier interessieren. Also bitte, lieber Jörg. Ja, danke, Theo. Erstens bin ich überrascht, dass ich jetzt schon rankomme. Mit Z habe ich eigentlich geglaubt, komme ich ganz am Schluss und muss daher kaum mehr etwas sagen. Ja, ist eine neue Rolle für mich, ist auch eine große Ehre, hat mich sehr gefreut, dass man mich gefragt hat, ob man mich hineinnominieren darf und dass ich dann noch zum Vorsitzenden gewählt wurde, hat mich auch sehr gefreut. Vielleicht zur Wettbewerbskommission selbst, ist jetzt nicht einer der wichtigsten Player auf diesem Spielfeld, aber die Wettbewerbskommission, man kann vielleicht in gewisser Weise sagen, dass sie ein bisschen ein Nachfolger des Paritätischen Ausschusses ist, den es bis 2002 gab. Warum sage ich das? Weil von den 8 Mitgliedern auch 4 Sozialpartner in der Wettbewerbskommission sitzen. Sie wird vom Wirtschaftsminister oder jetzt von der Ministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ernannt. Die 8 Mitglieder, 4 auf Vorschlag der Sozialpartner, 4 weitere. Und dann gibt es noch jeweils ein Ersatzmitglied dazu. Und die Rolle ist, glaube ich, kann man sagen, ist die, dass durch diese Expertise, die dort zu finden ist, dadurch, dass auch alle Sozialpartner vertreten sind, können wir vielleicht einen Diskussionsbeitrag leisten, auch im Sinne, ist heute schon angesprochen worden, Theo Tanner hat zum Beispiel die Diskussion eben belebt mit Kartellrecht neu denken, dass wir also auch stärker wir uns auch einbringen können in eine wettbewerbspolitische, in eine standardpolitische Diskussion. Eine der ersten Fragen, die ich gestellt habe, als man mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, ist, wie schaut das eigentlich mit Befangenheiten aus, weil ich ja Rechtsanwalt bin? Und dann war die Antwort, ja, das sind alle befangen, die in der Kommission sitzen, weil da sitzen eben auch Sozialpartner, die ja zum Beispiel in Deutschland in der vielleicht halbwegs vergleichbaren Monopolkommission nicht sitzen. Aber das ist sozusagen der Preis dafür, dass man die Expertise aus allen Bereichen zusammenfängt. Und letztendlich kann man die Befangenheit, hat man mir gesagt, ja mit den Ersatzmitgliedern auffangen. Das heißt, falls einmal fallbezogen irgendwo ein Thema sein sollte,
kann man sich rausnehmen. Aber wir können zwar ohnehin fallbezogen auch, haben wir einige Kompetenzen, wir können zum Beispiel zu Zusammenschlussanmeldungen zu einzelnen Fällen eine Stellungnahme abgeben, ob dort eine vertiefte Prüfung stattfinden soll, und die Bundeswettbewerbsbehörde kann dem folgen oder auch nicht, und wenn sie dem nicht folgt, dann muss das mit Begründung halt auf der Homepage der Bundeswettbewerbsbehörde veröffentlicht werden. Das hat in der Vergangenheit schon eine vollkommen untergeordnete Rolle gespielt, weil wir schlicht die Ressourcen nicht haben, um uns dort jetzt alle Zusammenschlussanmeldungen anzusehen. Aber vielleicht ist das irgendwann einmal ein Thema. Wir können Gutachten erstatten für die Bundeswettbewerbsbehörde und für das Wirtschaftsministerium. Aber vor allem können wir Empfehlungen abgeben für Schwerpunktsetzungen. Und das ist im letzten Jahr, bevor also die Kommission noch in der neuen Zusammensetzung zusammengetreten ist, eben auch passiert im Hinblick auf den Fairnesskatalog, der mittlerweile von der BWB auch ausgearbeitet wurde. Und wir haben jetzt auch schon die Schwerpunktempfehlungen für 2019 abgegeben. Und ja, was können wir beitragen? Wettbewerbsrecht, glaube ich, die Rahmenbedingungen, das entwickelt sich ständig weiter. Die Wirtschaft ist ständig vor neue Herausforderungen gestellt und wir können Diskussionsbeiträge liefern, dass faire Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden, dass ein funktionierender Wettbewerb stattfindet, ein Level Playing Field geschaffen wird. Und in diesem Rahmen ist auch, glaube ich, der Fairnesskatalog zu sehen, den die Bundeswettbewerbsbehörde ausgearbeitet hat. Und da war ich sehr gespannt, was da rauskommt, weil das war sicher keine leichte Aufgabe. Weil die Erwartungshaltung, glaube ich, sehr hoch war von der Wirtschaft, und rechtlich tut man sich aber natürlich sehr schwer, weil ja, es ist gut, wenn wir uns alle fair verhalten, aber wie ist das eigentlich rechtlich einzuordnen, wenn wir uns nicht fair verhalten? Und dann könnte das ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung sein, es könnte gegen das Nahversorgungsgesetz verstoßen, es hilft uns auch die relative Marktmacht, die wir in Österreich auch haben, in § 4 Absatz 3, aber darüber hinaus wird es schon schwierig. Jetzt ist schon einmal sehr positiv, dass im Katalog auch ein Überblick gegeben wird über alle sonstigen Rechtsgrundlagen, an die man denken könnte, also über Kartellgesetz und Nahversorgungsgesetz hinaus, auch ABGB und UGB und UWG. Aber die Frage ist, was macht die Bundeswettbewerbsbehörde dann in Zukunft mit all den Meldungen, die über die Whistleblower-Homepage hineinkommen, wo man nicht aufgreifen kann? Und ich glaube, das Wertvolle wird sein, dass in 3 Jahren findet ja eine Evaluierung statt, dass man dann vielleicht einen guten Überblick hat, was findet eigentlich so im Markt statt an fairen und unfairen Methoden und was könnte man machen. Und die Frage ist dann, vielleicht können wir auch da einen Beitrag leisten, soll der Gesetzgeber vielleicht irgendetwas noch zusätzlich regeln oder auch nicht? Aber auch das wird sicherlich nicht leicht werden, weil Fairness kann man nicht wirklich verordnen. Heute ist schon mehrfach das Beispiel mit dem Fußballspiel gekommen. Und auch dort gibt es unfaire Verhaltensweisen, obwohl der Sport von Fairness lebt. Aber wenn jemand verletzt ist, schießt man typischerweise den Ball aus dem Spielfeld, damit der verarztet werden kann. Und dann wird der Ball eingeworfen und man wirft ihn wieder der gegnerischen Mannschaft zu. Das ist faires Verhalten. Wenn man das aber nicht macht, ist das zwar unfair, man wird vielleicht ausgepfiffen, aber es gibt keine rechtlichen Konsequenzen. Und die Frage ist eben, wie weit man gehen kann, ohne zu sehr in die Privatautonomie und zu sehr in den Wettbewerb einzugreifen, wo sind die Grenzen? Also das ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage. Und vielleicht noch einen Punkt möchte ich besonders herausgreifen. Das ist auch jetzt, hat Eingang gefunden in unsere Schwerpunktempfehlung und zeigt sehr schön, mit welchen Querschnittsmaterien man es zu tun hat, die man auch nur teilweise durch das Kartellrecht in den Griff bekommen kann, wo aber in Wahrheit viel, viel mehr auch noch erforderlich ist. Wir haben uns jetzt insbesondere mit der Thematik Onlinehandel und mit grenzüberschreitenden Lieferungen beschäftigt und das auch in die Schwerpunktempfehlung aufgenommen. Es gibt das Phänomen, dass sehr stark und explosionsartig dürfte das zunehmen, aus Drittländern geliefert wird. Es wird insbesondere immer wieder China genannt. Und da dürfte es eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen geben, die als unfair empfunden werden von heimischen Unternehmen. Das beginnt damit, dass es noch begünstigte Posttarife gibt für Lieferungen aus China, weil die noch als Entwicklungsland eingestuft sind. Das dürfte dann noch verstärkt werden dadurch, dass Pakete, die geschickt werden, als Briefe geschickt werden, dass die Wertdeklarationen oft nicht stimmen und man damit illegalerweise aber doch unter den Grenzen für die Einfuhrumsatzsteuer und für Zoll bleibt. Und jetzt, das dürfte massiv zunehmen, zusehends Plagiate geliefert werden, die schon so gut sind, dass man sie auch zumindest auf der Homepage, wenn man sie bestellt, nicht als solche erkennen kann.
Uns haben Unternehmen auch berichtet, dass sie ihre eigenen Produkte im Internet kaum mehr finden unter den Plagiaten. Also auch das alles sind Themen. Und man sieht schon, das sind zu einem Großteil Themenbereiche, wo die Bundeswettbewerbsbehörde gar nicht zuständig ist. Wo man, und das war auch dann eine Anregung von uns, dass wir gesagt haben, vielleicht ist das auch Anlass dafür, dass man eine Taskforce bildet, dass die Bundeswettbewerbsbehörde vielleicht sich zusammenfindet mit dem Finanzministerium, weil das ist auch betroffen, weil es geht letztendlich auch um Einfuhrabgaben und Umsatzsteuer und Sozialabgaben und so weiter. Und mit dem Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, aber letztendlich ist es auch zumindest ein EU-weites Thema. Also man muss das sicher auf EU-Ebene auch angehen. Aber da dürfte, ich kann das auch nur als Beobachter sagen, als Anwalt hört man ja viel, aber die Klienten und Marktteilnehmer wissen das besser, dass das jetzt eine Dimension annimmt, dass es den Standort bedroht. Und das ist natürlich ein Bereich, wo sich auch die Wettbewerbsbehörden unseres Erachtens darum kümmern sollten. Darum haben wir jetzt auch das in unsere Schwerpunktempfehlung aufgenommen. Ja. Danke, lieber Jörg. Ich glaube, das war ein umfassender Überblick und da habt ihr euch viel vorgenommen. Bin schon gespannt, was du nächstes Jahr dann von den ersten Erfolgen berichten wirst. Also es ist doch Gott sei Dank eh nur 4 Jahre angelegt. Ja. Schauen wir mal. Ich gehe gleich weiter zum Magister Eduard Paulus. Lieber Edi, du hast leider Gottes eine sehr unangenehme Aufgabe. Soweit es mir aufgefallen ist, habt ihr jetzt nicht rasend viel zu tun. Ihr seid die Rechtskontrolle über die autonomen Behördenakte der Bundeswettbewerbsbehörde. Da hat es eine Zeit lang was gegeben und immer wieder Beschwerden und Möglichkeiten, tätig zu werden für euer Gericht. Würdet ihr euch in Wettbewerbsangelegenheiten mehr Aktivitäten wünschen? Ich meine, das ist jetzt natürlich eine blöde Frage, weil das natürlich impliziert, dass die BWB Dinge macht, die hinterfragt werden. Aber wie geht es dir sozusagen als Kartellrechtler unter den Richtern des Bundesverwaltungsgerichts? Ja, lieber Theo, herzlichen Dank für die Einladung zunächst. Ich darf vorausschicken, alles, was ich sage, ist Privatmeinung, ist eh klar. Zu deiner Frage, Kartellrechtler, an und für sich die Hauptaufgabe beim Bundesverwaltungsgericht ist die sektorale Wettbewerbsaufsicht. Das heißt, die Regulatoren treffen Entscheidungen, das kommt zu uns und von uns zu den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts. Da zählt die Auszugkontrolle, darunter die Schienenkontrolle, E-Kontroll und weil ich den Leiter zweier Institutionen neben mir zu meiner Rechten habe, auch die Postkontrollkommission und Telekomkontrollkommission, Com Austria und RTR. Das ist auch das Hauptaufgabengebiet. Bundeswettbewerbsbehörde, ja, auch zuständig, kommt nicht so viel herein. Ob ich damit glücklich bin oder nicht, lasse ich offen. Das kann man so oder so sehen, ja. Was ich kurz berichten möchte, wie letztes Jahr, ich habe mir kurz überlegt, was könnte Sie interessieren, was hat sich getan im letzten Jahr und aus diesen Bereichen habe ich ein paar Sachen. Letztes Jahr habe ich über die Drohnen gesprochen, ich glaube, das war ganz interessant. Heute möchte ich Ihnen über die Fluggastdatenrechte unter anderem berichten. Vorher möchte ich kurz vorausschicken, im Eisenbahnrecht hat sich auch was Wichtiges getan. Es gab einen Kompetenzkonflikt und zwar im Eisenbahngesetz die Zuständigkeiten der Behörden, da gibt es die Schienenkontrollkommission, das ist völlig klar. Aber es gibt auch Angelegenheiten, da ist der Verkehrsminister zuständig, der Landeshauptmann oder die Bezirksverwaltungsbehörde. Und es gibt aber auch Angelegenheiten, da ist der Verkehrsminister zuständig, kann es aber delegieren an den Landeshauptmann. Dann ist die Frage, wenn das delegiert wird, ist das mittelbare oder unmittelbare Bundesverwaltung. Dementsprechend wäre das Bundesverwaltungsgericht oder ein Landesverwaltungsgericht, je nachdem, wo es örtlich verortet ist, zuständig. Da gab es auch Judikaturdivergenz. Ich bin nicht unfroh, dass es so ausgegangen ist, wie es auch ich gesehen habe. Und der Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass das selbstverständlich, auch wenn es die Delegierungsmöglichkeit gibt, weiterhin das Bundesverwaltungsgericht hier zuständig ist, insbesondere
im Hinblick auf Artikel 102 Absatz 2 BVG, weil es dort genannt ist. Gut. Der zweite Punkt, Datenschutzgrundverordnung war in aller Munde, hat uns alle mehr oder weniger gequält. Jeder hat von E-Mails Newsletter bekommen, möchte sich abmelden, stimmt er weiter zu. Neben diesem Hype, der vielleicht gar nicht notwendig war, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ein neues Gesetz in Österreich in Kraft getreten ist. Und zwar, komplizierter Titel wie immer, Bundesgesetz über die Verarbeitung von Fluggastdaten zur Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von terroristischen und bestimmten anderen Straftaten, kurz PNR-Gesetz. Das Interessante daran ist, jeder, der mit einem Flugzeug verreist, unterliegt diesem Datenschutzregime, und beim Bundesminister für Inneres ist eine Fluggastdatenzentrale eingerichtet und dort wird alles gespeichert. Und zwar Flüge zwischen Österreich und einem Drittstaat, das heißt einem Nicht-EU-Mitgliedstaat. Das ist das primäre Ziel. Es kann aber auch per Verordnung erklärt werden, dass die Fluggastdaten innerhalb der EU dort landen. Da gibt es 19 Punkte, das kann jeder selber gerne nachschauen. Paragraph 3 dieses PNR-Gesetzes, hier haben wir nur ein paar Sachen rausgesucht. Also im Prinzip alles, Ihr Familienname, Geburtsdatum, Vornamen, Ihre Rechnungsanschrift, das Geschlecht, Alter, Sprache, sogar wo Sie gesessen sind, Sitzplatznummer, alle Mitreisenden, alle Kinder und so weiter und so fort. Was passiert mit diesen Daten? Die werden 6 Monate personalisiert, also wirklich nicht anonymisiert, 6 Monate personalisiert gespeichert. Danach werden sie depersonalisiert und sind weitere 5 Jahre aufzuheben. Alle Luftfahrtunternehmen müssen das melden, sonst ist eine Verwaltungsübertretung und im Einzelfall mit 15, im Wiederholungsfall mit 30.000 Euro zu bestrafen. Sie können also davon ausgehen, wenn Sie in den Flieger steigen nach Brüssel, wird das unter Umständen im Detail vermerkt. Nächster Punkt, ich habe letztes Jahr berichtet über das Energieengpassmanagement zwischen Deutschland und Österreich. Bis jetzt gab es eine gemeinsame Strompreiszone und die wurde aufgekündigt über 2 Entscheidungen von ESA auf Betreiben Deutschlands. Man hat sich dann in der Zwischenzeit auf eine gewisse Liefermenge geeinigt und inzwischen ist es so, dass diese gemeinsame Strompreiszone seit 1. Oktober 2018 Geschichte ist. Wie vorhergesagt, Auswirkungen auf die Preise sind natürlich gestiegen, nämlich für Österreich. Zwar vom Spotmarkt der Strombörse EPEX in Paris, die haben gleich am ersten Tag nach dieser Trennung einen Preisanstieg in Österreich um 3,2% vermerkt. Im Postmarkt gab es eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes. Es geht mir jetzt aber weniger um den Postmarkt, sondern den Inhalt dieser Entscheidung, der auf alle Regulierungsmaterien übertragbar ist. Und zwar war es bis jetzt so, oder es ist fast in allen Regulierungsmaterien so, wenn Sie einen Bescheid des Regulators bekommen, hat der keine aufschiebende Wirkung. Der gilt sofort. Das ist im Unionsrecht in der jeweiligen Richtlinie so vorgesehen, damit die Maßnahmen der Regulatoren gleich greifen. Sie können aber beim Bundesverwaltungsgericht eine aufschiebende Wirkung beantragen. Das ist genau umgekehrt als in anderen Materien. Was sich jetzt geändert hat, und da sollten Sie sich dann nicht wundern, bis jetzt wurden diese aufschiebenden Wirkungen durch einen Einzelrichter entschieden. Jetzt wurde ausgesprochen, die sind immer im Senat zu entscheiden, wenn in der Hauptsache ein Senat entscheiden muss. Hat für Sie jetzt keine wirkliche Auswirkung, aber nur, dass Sie wissen, sich nicht wundern, Sie werden als AW-Entscheidungen in Zukunft durch einen 3er-Berufssenatrichter entschieden zugestellt bekommen. Kommt aber ursprünglich gar nicht aus dem Regulierungsrecht, sondern war im Sozialrecht auch vorher schon so entschieden, ist hier eine höchstgerichtliche Judikaturänderung eingetreten. Letzter Punkt, ganz kurz nur kursorisch erwähnt, in der Telekommunikation gibt es neue Leitlinien, und zwar die Leitlinien zur Marktanalyse und Ermittlung beträchtlicher Marktmacht.
nach dem EU-Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und Dienste. Die sind am 7. Mai 2018 in Kraft getreten. Das Interessante ist, und darum erwähne ich es, weil es hier einen Link zum Kartellrecht gibt, die zwei Unterscheidungen oder Definitionen der beträchtlichen Marktmacht eines Unternehmens und der gemeinsamen Marktmacht in einem Oligopol. Die Definition der beträchtlichen Marktmacht ist angelehnt an die marktbeherrschende Stellung im Kartellrecht und läuft definitorisch gleich. Bei der gemeinsamen beträchtlichen Marktmacht, da wird in der neuen Richtlinie viel mehr Spielraum eingeräumt, ist also offensichtlich der Europäischen Kommission auch wichtiger. Da werden zusätzlich herausgearbeitet einzelne Punkte, wo sich denn das zum Kartellrecht unterscheidet. Darauf wollte ich nur aufmerksam machen, ohne dass ich jetzt im Detail darauf eingehe. Das Ganze folgt natürlich einer Entscheidung auf europäischer Ebene, und zwar der Entscheidung EATURS, der Vollständigkeit halber sei das erwähnt. Danke sehr. Danke, Edi. Als nächster wende ich mich an den stellvertretenden Bundeskartellanwalt, Magister Gustav Stifter. Lieber Gustav, ich werde jetzt nicht das wiederholen, was der Sektionschef Katrin heute schon angedeutet hat, aber das Regierungsprogramm kann jeder lesen. Nichtsdestotrotz, ihr habt ja exklusive Funktionen und Notwendigkeiten im Kartellrechtsvollzug, wie zum Beispiel eben die Zusammenarbeit in Kronzeugenangelegenheiten mit der Staatsanwaltschaft. Und da hat der Fredi letztes Jahr, glaube ich, auch sehr ausführlich dazu gesprochen. Wie hat sich das entwickelt? Was ist euer Tätigkeitsbereich jetzt im Kartellrecht? Bitte. Ja, lieber Theo, zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Symposium. Für mich ist es hier das erste Mal oben. Gleichzeitig muss ich meinen Chef, den Dr. May, entschuldigen, der heute leider verhindert ist, aber dessen beste Grüße ich Ihnen jedoch übermitteln soll. Ja, kurz zum Thema ICN Plus und Regierungsprogramm. Ja, Punkte ICN Plus, das ja auch, soweit ich das verstanden habe, jetzt letzten Mittwoch oder diesen Mittwoch im Europäischen Parlament beschlossen wurde, gibt es ja auch eine, oder wird explizit über Justizbehörden gesprochen, und auch am Vormittag war ja das große Thema, dass eigentlich damit dann unser System weitgehend vereinbar ist. Ich glaube, dass es auch hier im Kartellrecht ein ganz wichtiges System von Check and Balances gibt, von dem wir auch ganz sicher ein wesentlicher Teil sind. Aber wir haben auch eigene Rollen, und eine ganz wesentliche Rolle ist beispielsweise die bei den Verfahren betreffend der Kartellrechtsgrundzeugen und deren Schutz im Strafverfahren. Tatsächlich haben wir vor allem in der Person von meinem Kollegen, Herrn Magister Heinz-Ludwig Mayer, zwei entsprechende Mitteilungen letztes Jahr an die WKStA gerichtet. Über das Strafverfahren selbst kann ich leider nichts sagen, da die entsprechenden Verfahren meines Wissens nach noch nach wie vor bei der entsprechenden Staatsanwaltschaft anhängig sind. Zu unseren Mitteilungen kann ich ein bisschen was sagen. Wir haben bei einer Mitteilung nach § 209b StBO abzuwägen, ob es im Hinblick auf das Gewicht des Beitrags eines Unternehmens gegenüber der BWB oder anderen Wettbewerbsbehörden wie der Europäischen Kommission unverhältnismäßig wäre, den Mitarbeiter eines an der Kartellabsprache beteiligten Unternehmens wegen einer durch eine solche Zuwiderhandlung begangene Straftat zu verfolgen. Wie sieht der Ablauf nun konkret aus? Sobald die BWB einen gegen den Kronzeugen oder einen den Kronzeugen betreffenden Feststellungsantrag beim Kartellgericht eingebracht hat, wird vermutlich auch der Kronzeuge in einem eigenen Schriftsatz an uns die Anwendung des § 209b StBO anregen. Wir bekommen dann die DVD mit der Akteneinsicht zu den Akten der Staatsanwaltschaft und der BWB. Und dann folgt das große Doppelbild-Rätsel. Was hat die BWB, was hat auch die Staatsanwaltschaft zum Zeitpunkt des Kronzeugenantrags bereits gewusst?
Doch wie viele von uns wissen, mit dem Kronzeugenantrag ist alleine noch nicht getan, da zahlreiche Auskunftsverlangen bzw. Vernehmungen folgen können. Letztendlich gibt es dann Listen mit den verschiedenen Absprachen und es gilt herauszufinden, ob eine Information über eine bestimmte Absprache zuerst in den Akten aufscheint oder doch durch den Kronzeugen bekannt wurde. Aber zu bewerten ist nicht nur die Tatsache, dass über eine Absprache ich selbst informiert würde, sondern auch, wie konkret die einzelnen Informationen und wie bekannt der Gesamtzusammenhang oder besser, wie dicht der jeweilige Verdacht zu dieser Absprache schon in Akten nach war. Von einem verdichteten Verdacht spricht nämlich auch das Handbuch der Kronzeugenregelung des Justizministeriums, demzufolge eine Anwendung des 209b StPO weitgehend ausgeschlossen ist, wenn die Staatsanwaltschaft bereits einen verdichteten Verdacht vor der Stellung des Kronzeugenantrags bei der BWB hatte. Aber die Gretchenfrage, was ist der verdichtete Verdacht? Und der besteht dann, wenn Verfahrensergebnisse bei Anlegung eines realitätsbezogenen Maßstabes die Annahme der Erfüllung aller Merkmale eines bestimmten Tatbestandes als naheliegend erkennen lassen. Das ähnelt doch der Anklageerhebung des § 210 StPO. Das heißt, ein verdichteter Verdacht ist doch schon sehr, sehr viel. Wie sind wir jetzt nun damit umgegangen? Wir haben in den bisherigen Fällen die Mitteilung nach 209b StPO an die Staatsanwaltschaft übermittelt, obwohl die Staatsanwaltschaft bereits von einzelnen Fakten, also konkreten Absprachen, wusste. Es wurde sogar eine Mitteilung in einem Fall übermittelt, in dem das Unternehmen selbst bei der BWB nur in den Genuss der 50-prozentigen Reduktion der Geldbuße, also der zweite Grundzeuge war, kam. Der Grund war, dass die genaue Analyse zeigte, dass zum Zeitpunkt des Kronzeugenantrags die Staatsanwalt zwei Informationen zu einer Handvoll Absprachen hatte, die Kronzeugen jedoch ein Vielfaches dieser Anzahl an neuen Fakten und vor allem auch zusätzlichen Erklärungen preisgegeben hatte. Mit der Mitteilung des Bundeskartellanwaltes an die Staatsanwaltschaft ist es für die betroffenen Mitarbeiter jedoch noch nicht getan. Sie müssen auch gegenüber der Staatsanwaltschaft ebenfalls erklären, deren gesamtes Wissen zu offenbaren und das auch tun. Tun Sie das nicht, so kann die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Personen wieder aufnehmen. Wenn auch jetzt die Regelung des 209b lediglich für jene Delikte gilt, die unmittelbar mit der kartellrechtlichen Zuwiderhandlung verbunden sind, so betonen doch die zuständigen Staatsanwälte immer, dass jede Kooperation mit den Strafverfolgern der Minderungsgrund schlechthin ist. Als Conclusio würde ich sagen, dass das die Einstellung der Ermittlungen in ein Strafverfahren wohl sicher die Lebensqualität der betroffenen Mitarbeiter wohl deutlich verbessert. Und ich davon ausgehe, dass ich einen Kronzeugenantrag wohl austragen könnte, wenn entsprechende Informationen vorgelegt werden. Ich komme jetzt zu einem ganz anderen Thema. Digitalisierung war im ersten Planer schon abstrakt ein recht großes Thema. Für uns war es ganz konkret in einigen Fällen Gegenstand. So hatten wir einen Zusammenschluss, bei dem die Frage behandelt wurde, ob durch das Pooling der Daten vom Zielunternehmen und Erwerber nicht eine marktbeherrschende Stellung von einem Unternehmen auf ein anderes übertragen werden konnte. Aber in der weiteren Analyse zeigte sich, dass das Zielunternehmen am relevanten Inlandsmarkt nur sehr geringe Bedeutung hatte und so haben wir diesen Zusammenschluss freigegeben. Aber in dem Fall trat auch ein weiter für uns völlig neuer Aspekt auf. Das Unternehmen bezog Angebots- und Nachfragedaten von verschiedenen Transaktionen von Drittanbietern. Aufgrund dieser Daten bot es gegen teures Geld eine Marktanalyse an, wie groß die Nachfrage und freibleibendes Angebot an einem zukünftigen bestimmten Tag und in bestimmten Preiskategorien seien, in einem ansonsten sehr volatilen Markt. Wir thematisierten,
ob es sich nicht möglicherweise um einen kartellrechtlichen bedenklichen Informationsaustausch handeln könnte. Allerdings hatte weder Zielunternehmen noch Erwerber ihren Sitz in Österreich. Und so mussten wir es mit der dringenden Anregung der kartellrechtlichen Selbstprüfung vorerst beendet lassen. Die Digitalisierung stellt uns allerdings auch in einem ganz anderen Bereich vor unerwarteten Herausforderungen. Ebenso wie die BWB und wo auch die Com Austria und andere, sind wir Verbraucherbehörde bei grenzüberschreitenden Fällen, wenn das von uns gewünscht wird, von Dritten, also von Institutionen. Und ein großes Thema unserer Tätigkeit sind Abo-Fallen. Gegen die wir nach der Verbraucherrechte-Richtlinie bzw. nach der Klausel-Richtlinie vorgehen. Was ist jetzt eine Abo-Falle, kurz zusammengefasst? Ein Produkt wird für einen einmaligen kostenlosen Test beworben und irgendwie im Kleingedruckten heißt es, dass der kostenlose Test auf 14 Tage beschränkt ist oder 3 Tage und danach fällt ein monatlicher Betrag von irgendwas unter 100 Euro an. Als Behörde schaut man sich dann klassischerweise den Webshop an und vermutet, dass hier rechtswidrig nicht auf die Kostenpflicht hingewiesen wurde. Und bei einem Fall entsprach der Webshop doch weitgehenden Bestimmungen und auf die Kostenpflicht wurde eindeutig hingewiesen. Aber trotzdem gab es unglaublich viele Beschwerden in dem Fall. Warum? Die Lösung heißt Landing Pages. Unternehmen können nun im Internet ganz bewusst und gezielt Werbung für eine bestimmte Personengruppe machen. Beispielsweise Mädchen zwischen 12 und 14 Jahren. Und diese Daten sind bei Facebook, Instagram und Co. hinterlegt. Die Werbung bei Google oder anderen ist dann ein Button zu einer bestimmten Landingpage, also genau für diese Werbung optimierten Auftritt des Webshops führt, die nach der Werbung auch gleich wieder verschwinden kann. Letztendlich, zu einem konkreten Fall, waren die übereinstimmenden Berichte der Geschädigten, dass ein Klick auf die Annonce genügte und das Produkt wurde einem zugesendet. Einmal kostenlos und dann wurde das Bestehen eines kostenpflichtigen Abos für 2 Jahre und 49 Monate pro Monat jedenfalls behauptet. Die Eingabe von Kontaktdaten und Adresse war gar nicht mehr notwendig, da diese von Facebook oder Google Plus direkt übernommen wurden. Kreditkarteninformationen sind zwar nicht vorhanden, doch wer nicht zahlt, dem wird sofort ein Inkassobüro und dann die Drohung einer gerichtlichen Klage nachgeschickt. Und die meisten haben auch gezahlt. Das weiß man, weil die Steuerbehörden des Sitzstaates auf den Fall aufmerksam wurden und Nachzahlungen in der Höhe von vielen Millionen Euro verlangt haben, die auch dann Cash gezahlt wurden. Einzelne Verbraucherbehörden haben nun einen Honeypot angelegt, das heißt ein Netzwerk so von Profilen von Mädchen eben von 12 bis 14 Jahren, die für diese dieses alttypische Informationen austauschen, um eben direkt auf die Landingpages zu kommen und eben diesen Kaufvorgang dokumentieren zu können. Von einem anderen Fall berichtete uns die französische Verbraucherbehörde. Viele von Ihnen kennen das ESTA-Formular, wenn man in die USA einreisen möchte. Dieses Formular gibt es kostenlos zum Download von der zuständigen Behörde. Wenn man allerdings in Google eingibt ESTA-Formular, finden sich zuerst einmal viele Anbieter, die für 1 Euro oder 80 Euro oder mehr dasselbe Formular anbieten. Die französische Verbraucherbehörde identifizierte nun ein Unternehmen, dass dieses Formular nach der Zahlung von 1 Euro zum Download anbot. Mit dem Euro war es aber hier nicht getan, sondern damit hat man ein 2-Jahres-Abo abgeschlossen zu Informationen über die USA alle 2 Monate mit einem Betrag von 56 Euro. Die französische Behörde hatte umfangreiche Befugnisse und sie konnte jetzt da den Hintergrund aufdecken. Einige Kenndaten. Der durchschnittliche Schaden pro Geschädigten betrug 193 Euro. Es gab etwa 17 Anzeigen bei der Polizei oder den Verbraucherbehörden. Aber in den Akten zufolge gab es mehr als 150.000 Geschädigte.
Der Gesamtgewinn oder Gesamtschaden in Frankreich alleine betrug mindestens 29 Millionen Euro. Laut französischer Verbraucherbehörde hat man jetzt die Untersuchung ausgeweitet und insgesamt kam man jetzt auf einen Schaden von an die 100 Millionen Euro. Aber die Lehre davon ist, dass nur einer von 10.000 sich die Mühe macht einer formellen Beschwerde oder Anzeige. Und das ist viel zu wenig, um den Behörden jetzt die Bedeutung seines Falls klarzumachen. Und es ging darum ein arbeitsfähiges Netzwerk, weil das tatsächlich unterschiedlichste Unternehmen dahinter stehen. Ein Unternehmen bietet komplette Webshops an, ein anderes wickelt die Zahlungsleistungen ab und ein dritter steht mit seinem Namen als Händler dahinter. Die einzelnen Unternehmen sind global verteilt. Ich überschreite jetzt kurz unsere Kompetenzen als Verbraucherbehörde, aber diese Geschäftsideen-Packages, die gibt es natürlich nicht nur Verbraucher. Und ich denke, Unternehmer können von Angeboten und Rechnungen letztendlich für ein Branchenregister Niederösterreich, das Zentralgewerberegister, Stadtplan St. Pölten, Gelbe Seiten Österreich und die IPO-Marken und Geschmacksmusterverzeichnisse sehr wohl berichten. Und wenn bei Verbrauchern die Abo-Falle meistens so Gesamtbeträge auf unter 104 Euro kommen, so sind das bei Unternehmen jeweils knapp unter 2.000. Cybercrime selbst, das war, muss man sagen, kann jetzt gigantische Ausmaße annehmen. Und da gibt es beispielsweise jene Spanier, die sich zunächst in Bankomatnetze reingehackt haben und den Bankomaten zu einem gewissen Zeitpunkt den Befehl gegeben haben, sämtliche Scheine auszuspucken. Natürlich waren dann Mitarbeiter vor Ort und haben das einkassiert. Aber am effizientesten war wohl die Vorgangsweise, einfach direkt in die Lieferantenbuchhaltung sich einzuhacken und dort die Kontonummern der Lieferanten auf die eigenen Kontonummern auszubessern. Der Gesamtschaden betrug laut Europol 1 Milliarde Euro. Das sind Beträge und Größenordnungen, die vor den Zeiten der umfassenden Digitalisierung vollkommen undenkbar waren. Und so hat die Digitalisierung wohl unsere Welt völlig verändert und so wird es auch in den nächsten Jahren bleiben. Danke. Es ist immer wieder erstaunlich, wie man mit Unfug viel Geld verdienen kann. Das ist kein Unfug mit Betrug. Leichter als offensichtlich mit ehrlicher Arbeit, selbst als Rechtsanwalt. Last but not least wende ich mich an Niki Schaller. Ich bin nur länger schon auf diesem Podium als du, also sozusagen von den aktiven Rednern bist du heute schon am längsten mit dabei. Danke, dass du das immer tust. Und ja, ich bin gespannt, was du über die Kartellgerichtsbarkeit sagen wirst. Überbordend viele Sitzungen haben wir dieses Jahr nicht gehabt, aber ich glaube, da vermelde ich kein Geheimnis. Lieber Niki. Nicht überbordend viel heißt nicht, dass nicht doch interessante Fälle dabei waren. Ja, dass du dich als Nichtredner hier outest, das ist mir auch etwas ganz Neues. Aber okay, ja, nachdem der Herr Bundeskartellanwalt Stellvertreter Ihnen jetzt die Zukunft der digitalen oder eigentlich die Gegenwart der digitalen Wirtschaft beziehungsweise deren Missbrauchsanfälligkeit hier ein bisschen näher gebracht hat, komme ich jetzt vielleicht wieder zu ein bisschen traditionelleren Themen. Ich habe mich heuer wieder mal entschlossen, so eine kleine Übersicht eben über interessante Entscheidungen zu bieten, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten oder mit denen sich auch das Kartelloberbergericht auseinandergesetzt hat und wo wir natürlich immer gerne etwas lernen. So hat das Kartelloberbergericht schon letzten Dezember, ich glaube, das darf ich ja gerade noch in den Berichtszeitraum seit dem letzten Symposium einbeziehen, zu 16 OK2 aus 17F eine im Fusionskontrollverfahren sehr lange strittige Frage geklärt, nämlich was eigentlich unter der Durchführung eines Zusammenschlusses im Sinn des § 17 Absatz 1 Kartellgesetz zu verstehen ist.
Und hier spricht das Kartelloberrecht sehr klar und eindeutig aus, dass eine Durchführung schon dann vorliegt, wenn der Durchführungstatbestand so weit verwirklicht ist, dass er dem Erwerber die Möglichkeit der entsprechenden wirtschaftlichen Einflussnahme verschafft. Auf den Zeitpunkt der ersten tatsächlichen Einflussnahme kommt es hingegen nicht an. Das war eben lange Zeit hier ein sehr strittiges Thema. Das führt jetzt natürlich zu dem Problem, dass, und da haben wir auch mehrere Fälle am Kartellgericht schon gehabt, unter anderem ist auch der hier vom Kartelloberrecht entschiedene Fall ein solcher, dass man sehr wohl ja auch erwerben kann oder Erwerbsbeteiligungsschwellen überschreiten kann, ohne das im Vorhinein planen und daher auch anmelden zu können. Im hier zugrunde liegenden Verfahren war es so, dass ein Übernahmeangebot, das bereits gestellt wurde, zu einer Zeit, wo das Zielunternehmen die Marktanteilsschwellen noch gar nicht überschritten hatte, die Umsatzschwellen noch gar nicht überschritten hatte, damit das Ganze anmeldebedürftig ist, dann zu einem Zeitpunkt angenommen wurde, als diese Anmeldebedürftigkeit eben schon gegeben war. Man hat daher aber, weil es seinerzeit nicht anmeldebedürftig war, natürlich auch das Angebot nicht unter die Bedingung der Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden gestellt. Einen ähnlichen Fall hatte ich auch vor einiger Zeit, wo ein Unternehmen mehr oder weniger völlig unbewusst im ersten Moment sogar durch eine Aufgriffsklausel in einem Gesellschaftsvertrag im Rahmen eines US-Insolvenzverfahrens dann plötzlich über die 25% Beteiligungsschwelle gekommen ist. Aber auch zu solchen im Vorhinein nicht planbaren Zusammenschlüssen hat sich das Kartelloberrecht eindeutig geäußert und hat gesagt, dass eben in solchen Fällen ein Verstoß gegen das Durchführungsverbot dann vorliegt, wenn der Zusammenschluss nicht sofort nach Vollzug des Erwerbsvorgangs bei der Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet wird. Dem Kartelloberrecht ist allerdings auch bewusst, dass das mit dem Sofort natürlich auch nicht ganz so einfach ist. Man muss ja das zuerst prüfen, schaltet ja üblicherweise Anwälte ein und im vorliegenden Fall etwa hat es 6 Wochen gedauert, bis dann wirklich angemeldet wurde. Das war also nicht mehr sofort, aber auch für solche Fälle hat das Kartelloberrecht eine Lösung gefunden, und zwar in Form der analogen Anwendung des § 42 StGB bzw. Nummer 191 Absatz 1 StBO und 21 Absatz 1 VStG und hat gemeint, also dass dann, wenn diese Anmeldung sozusagen sofort gebührend betrieben wird, wenn auch das der Erwerber sich jeglicher tatsächlichen Einflussnahme bis zur Freigabe enthält und wenn noch dazu es sich um einen sogenannten untersagungsfernen Zusammenschluss handelt, dass man dann von einer mangelnden Geldbußenwürdigkeit des Verstoßes ausgehen kann. Eine weitere für mich sehr interessante Entscheidung, vor allem weil sie sehr viele Facetten beleuchtet, die im Kartellrecht vorkommen können, ist 16 OK1 aus 18H aus dem Bereich der Missbrauchskontrolle. Es geht da um die Gebühren für Buchungen über eine Buchungsplattform, die speziell für Reisebüros sehr, sehr wichtig ist. Es würde jetzt zu weit führen, wenn ich Ihnen den Sachverhalt jetzt in allen Einzelheiten und Facetten schildere. Ich glaube, da würde ich die Veranstaltung hier sprengen. Aber in dieser Entscheidung gibt es eben zu sehr vielen Themen Aussagen, die auch ohne Kenntnis des konkreten Sachverhalts interessant sind. Hat das Kartelloberrecht sich hier mit der neu geschaffenen Bestimmung des § 49 Absatz 3 Kartellgesetz auseinandergesetzt. Diese Bestimmung soll ja dem Kartelloberrecht die Möglichkeit
eines maßvollen Eingriffs in die vom Kartellgericht festgestellten Tatsachen geben, wenn erhebliche Bedenken gegen die Richtigkeit dieser Feststellung bestehen. Das Kartelloberkriegsgericht hat ja eigentlich sehr klar in dieser Entscheidung ausgesprochen, dass es sich an die zur Vorbildbestimmung des § 281 Absatz 1 Ziffer 5a StPO entwickelte Judikatur halten will. Daher muss also der Berufungs-, der Rekurswerber nicht bloß Bedenken hervorrufen, sondern er muss aufzeigen, dass also die Feststellungen grob unvernünftig erscheinen und dass eine, wie es wörtlich so schön heißt, unerträgliche Fehlentscheidung qualifiziert naheliegt. Also die Hürde ist eben doch relativ hoch und die Hoffnungen einiger, die allerdings Hofrat Vogel, kann ich mich erinnern, auch im Vorfeld nie, nie geweckt hat, die aber trotzdem bestand, dass im Kartellrecht hier ein anderer Maßstab, ein milderer Maßstab sozusagen angewendet wird als im Strafrecht, die hat sich, glaube ich, mit dieser Entscheidung eben zerstreut. Weiters hält das Kartelloberkriegsgericht in dieser Entscheidung dann fest, vielleicht entgegen der einen oder anderen vereinzelten Entscheidung, die es zwischendurch gegeben hat, dass eben bei der Marktabgrenzung das NIP-Test nicht mechanisch anzuwenden ist, sondern von ihm natürlich auch abgegangen werden kann, insbesondere wenn der Sachverständige das ausführlich und nachvollziehbar begründet. Und dass das vor allem natürlich, da sind wir jetzt bei den Plattformen, das gilt natürlich vor allem für Märkte wie mehrseitige Plattformen, bei denen die Anwendung des NIP-Tests kaum möglich ist. Ja, zum Preismissbrauch hält das Kartelloberkriegsgericht auch in dieser Entscheidung neuerlich fest, dass ein solcher nur dann vorliegt, wenn der vom Marktbeherrscher verlangte Preis stark und eindeutig überhöht ist, also etwa wenn ein grobes Missverhältnis zwischen Kosten und Erlösen besteht. Dafür ist der Antragsteller beweispflichtig und verbleibende Unklarheiten gehen zu seinen Lasten. Da sich der Antragsteller im konkreten Fall auch auf das Nahversorgungsgesetz berufen hatte, hat das Kartelloberkriegsgericht aus diesem Anlass auch eine, glaube ich, doch sehr weitreichende oder zumindest interessante Klarstellung getroffen, nämlich dass das Nahversorgungsgesetz grundsätzlich für jeden gilt, also nicht nur für marktmächtige Unternehmen. Oft wurde ja schon vertreten, dass man das Nahversorgungsgesetz schon in seinem Anwendungsbereich teleologisch eben auf Unternehmen reduzieren muss, die zwar keine Marktbeherrscher sind, aber doch über eine gewisse Marktmacht verfügen. Also dieser Ansicht hat das Kartelloberkriegsgericht hier nicht recht gegeben, wenn ich es richtig interpretiere. Allerdings im vorliegenden Fall ist es ohnehin um einen zumindest im Vertikalverhältnis marktbeherrschendes Unternehmen gegangen, weshalb das Kartelloberkriegsgericht dann auch festgehalten hat, dass natürlich dann, wenn ein als Ausbeutungs- und Diskriminierungsmissbrauch vorgeworfenes Verhalten nach kartellrechtlicher Beurteilung sachlich gerechtfertigt ist, dieses Verhalten auch nicht unter Berufung auf das Nahversorgungsgesetz untersagt werden kann. Ja, noch interessante Ausführungen enthält Entscheidungen auch zur Reichweite eines Unterlassungsverbots im Kartellverfahren. Demnach ist im Kartellverfahren eine gegenüber dem UWG noch engere und noch mehr am konkreten Verstoß orientierte Fassung des Unterlassungsausspruches angebracht, weil es ja doch mit einem empfindlichen Eingriff in die unternehmerische Handlungsfreiheit einhergeht und weil ja auch erhebliche Geldbußen im Falle eines Verstoßes drohen. Dem Verpflichteten kann daher nur ein Verhalten untersagt werden, das er auf dem konkret betroffenen Markt schon gesetzt hat. Und wenn jetzt, wie es zum Beispiel im vorliegenden Fall war, eben
jede einzelne Flugstrecke als eigener Markt zu sehen ist, dann kann man eine Preisdiskriminierung den betroffenen Flugunternehmen eben nicht allgemein untersagen, sondern nur hinsichtlich jener konkreten Flugstrecken, bei denen eine solche Preisdiskriminierung nachgewiesen ist. Dann erlauben Sie mir noch auf zwei Fälle einzugehen, die nicht die Ehre hatten, vom Kartellobergericht überprüft zu werden, die also in erster Instanz rechtskräftig wurden, die also jetzt natürlich überhaupt keine Richtigkeit für Gewähr haben. Gewähr für Richtigkeit haben, Entschuldigung. Im ersten Fall geht es um eine sogenannte Multi-Supplier-Klausel in einem Bezugsvertrag. Ich weiß nicht, ob allen klar ist, was darunter zu verstehen ist. Im konkreten Fall geht es also darum, dass beide Parteien des Verfahrens Informationsdienstleister im Gesundheitsbereich sind und Analysen erstellen, für die sie auf Distributionsdaten, dass ich es herauskriege, von Pharmaprodukten angewiesen sind, die bei den pharmazeutischen Großhändlern bezogen werden können. Die Kosten der Datenbeschaffung stellen einen relativ großen Kostenanteil für die Unternehmen dar. In unserem Fall also ist die Antragsgegnerin schon lange auf dem österreichischen Markt tätig. Die Antragstellerin ist erst vor kurzem in den Markt eingetreten. Und die schon vor diesem Markteintritt bestehenden Bezugsverträge der Antragsgegnerin mit den pharmazeutischen Großhändlern sehen vor, dass sich der Kaufpreis für die Daten nach einer bestimmten Staffelung verringert, sobald die Großhändler diese Daten einem oder mehreren anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Konkret verringert sich also der Kaufpreis im Falle des Verkaufs an ein anderes Unternehmen um 40% und dann bei Verkauf an jedes weitere Unternehmen um andere festgelegte Prozentsätze. Die Antragstellerin sieht jetzt in dieser Multi-Supplier-Klausel eine Behinderung oder gar eine Verunmöglichung ihres Markteintritts, weil sie sagt, sie kann ihren Einkaufspreis nicht mehr frei gestalten und muss trotz ihrer anfangs natürlich bescheidenen Marktanteile jedenfalls einmal mehr als 40% der Beschaffungskosten für den Gesamtmarkt tragen. Sie beantragte daher der Antragsgegnerin die Verwendung solcher Multi-Supplier-Klauseln zu untersagen und stellte auch einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung. Die Antragsgegnerin hält dem Antrag entgegen, dass die Multi-Supplier-Klausel genau deshalb notwendig ist, damit eben die Antragsgegnerin nicht, wenn Konkurrenten am Markt auftreten, mehr oder weniger fast alleine die Beschaffungskosten für den gesamten Markt zu tragen hat und die weiteren in den Markt eintretenden Mitbewerber praktisch nur mehr Trittbrettfahrer sind, weil sie ja mit relativ geringen Zahlungen dann sozusagen hier diese Daten auch zweitverwerten können. Und außerdem war auch das Argument, die Antragstellerin hatte den Markteintritt nicht erschwert, sondern in Wahrheit sogar erleichtert, denn wenn sie, also die Antragstellerin, nicht schon den Großteil sozusagen bezahlen würde für diese Daten, dann müsste das ja ein in den Markt neu eintretender zur Gänze bezahlen. Ja, das Kartellgericht, also verständlich sind die Standpunkte beider Seiten. Und das Kartellgericht hat daher mit seiner einstweiligen Verfügung auch beiden Seiten teilweise Recht gegeben, was auch möglicherweise der Grund ist, dass die Entscheidung unbekämpft blieb. Der Antragsgegnerin wurde die Verwendung der konkreten Multi-Supplier-Klausel, also insbesondere mit diesem Preisabschlag von 40% bei Verkauf der Daten durch den Großhändler an ein zweites Unternehmen untersagt.
im darüber hinausgehenden Umfang, nämlich in Form eines generellen Verbots von Multisupplier-Klauseln, wurde der Antrag hingegen abgewiesen. Begründet wurde das mit der Besonderheit des Beschaffungsmarkts der Parteien. Die Besonderheit besteht ja darin, dass beide das idente Produkt beziehen, sozusagen im Rahmen einer Mehrfachverwertung durch die Großhändler, und dass natürlich diese Mehrfachverwertung dazu führt, dass das Produkt für denjenigen, der es als erstes bezogen hat, also hier die Antragsgegnerin, massiv an Wert verliert, sodass es ihr grundsätzlich schon möglich sein muss, im Bezugsvertrag entsprechende Anpassungen des Kaufpreises vorzusehen. Die konkrete Höhe des Abschlags, hier ist also das Kartellgericht zur Beurteilung gelangt, dass die allerdings schon geeignet ist, Mitbewerbern in der Markteintrittsphase jeglichen oder sehr stark den Verhandlungsspielraum gegenüber den Großhändlern zu nehmen, und dass diese 40% sozusagen eine erhebliche Markteintrittsbarriere bilden und ein hohes Verdrängungspotenzial aufweisen. In diesem Zusammenhang wurde auch gesagt, dass der As Efficient Competitor Test in einem Markt, in dem der Marktbeherrscher über strukturelle Vorteile verfügt, nicht angemessen ist. Wie hoch jetzt so ein angemessener Abschlag tatsächlich ist, das haben wir nicht festgelegt, kann man wahrscheinlich auch nicht generell festlegen, da muss man sich wahrscheinlich auch die konkreten Märkte anschauen. Und im Übrigen sind wir eben der Meinung, dass das auch nicht Sache des Kartellgerichts ist, weil es eben keine Preisbehörde ist. An sich denke ich, dass es ja überhaupt am sachgerechtesten wäre, bei so einem Produkt, das der Mehrfachverwertung zugänglich ist, eine Art Lizenzsystem, das vom Umsatz abhängig ist, wo der Preis vom Umsatz abhängig ist, einzuführen. Aber auch das können wir als Kartellgericht natürlich dem Markt nicht vorschreiben. Ja, und dann, ich sehe, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Der letzte Fall, der jetzt wieder ein bisschen schneller geht, eine weitere sehr aktuelle Entscheidung. Warum bringe ich sie? Weil wir erstmals am Kartellgericht mit einem direkten Antrag auf Bindenderklärung von Verpflichtungszusagen nach § 27 Kartellgesetz konfrontiert waren. Es ist gegangen um eine Klausel über ein Alleinverkaufsrecht in Österreich, das schriftlich nicht näher umschrieben war und wo die Bundeswettbewerbsbehörde sehr konkrete Anhaltspunkte hatte, dass das von den Parteien des Vertrags im Sinne eines absoluten Gebietsschutzes praktiziert wird, insbesondere auch Anfragen hinsichtlich passiver Verkäufe vom Hersteller an das Vertriebsunternehmen verwiesen werden. Also auch der passive Verkauf nicht zugelassen wird. Das Unternehmen hat das bestritten, hat gesagt, wir haben ganz sicher keinen Kartellrechtsverstoß begangen, aber wir wären bereit, Verpflichtungszusagen anzubieten, mit denen die Bedenken der Bundeswettbewerbsbehörde ausgeräumt sind und die zukünftige Zuwiderhandlungen auf jeden Fall ausschließen. Und diesbezüglich ist es eben zu einer Einigung zwischen der Bundeswettbewerbsbehörde und dem Unternehmen, den beiden beteiligten Unternehmen, gekommen und eben zu diesem direkten Antrag auf Bindenderklärung von Verpflichtungszusagen, wo wir schon im Verfahren gemeint haben, dass das nach Ansicht des Kartellgerichts nicht möglich ist, weil § 27 Kartellgesetz keine eigene Verfahrensart, sondern nur eine alternative Entscheidungsform in einem Abstellungsverfahren nach § 26 Kartellgesetz ist. Das ergibt sich ja nicht nur aus dem Wortlaut der Bestimmung, sondern vor allem auch aus dem Absatz 2 dieser Bestimmung,
dort ist ja die Wiederaufnahme des Verfahrens bei wesentlicher Änderung der Verhältnisse Verstoß gegen die Verpflichtungszusagen oder unrichtigen, unvollständigen oder irreführenden Angaben des Unternehmens vorgesehen. Und die würde sich, diese Bestimmung würde ja regelmäßig völlig ins Leere gehen, wenn es sich auf eine Wiederaufnahme eines Verpflichtungsverfahrens beziehen würde. Man kann ja einem Unternehmen nicht vorschreiben, dann im fortgesetzten Verfahren wieder Verpflichtungszusagen anzubieten. Das ist ja nicht möglich. Und daher meinen wir, dass sich schon aus dieser Wiederaufnahmemöglichkeit ergibt, dass sich das nur auf ein zugrunde liegendes Abstellungsverfahren beziehen kann. Das zweite Problem, das sich hier gestellt hat, ich habe gesagt, das Unternehmen hat gesagt, wir haben sicher keinen Verstoß begangen. Jetzt war die Frage, erklärt man jetzt diese Verpflichtungszusagen für bindend oder können wir das als Kartellgericht erst, wenn wir dann ein Beweisverfahren durchgeführt haben und festgestellt haben, dass tatsächlich ein Verstoß vorliegt. Es gibt ja zahlreiche Literaturstimmen, die das fordern, die eben meinen, ohne Feststellung eines Verstoßes gibt es auch keine bindende Erklärung von Verpflichtungszusagen. Wir sehen das jetzt anders, zumindest der Senat das entschieden hat, also konkret meiner. Und unstrittig ist ja, dass es nach dem Vorbild dieser Bestimmung, nämlich nach Artikel 9 Verordnung 1 aus 2003, dass dies ja wohl der Kommission ermöglicht, eben ohne Feststellung eines Verstoßes Verpflichtungszusagen für bindend zu erklären. Die Argumente, dass das im österreichischen Recht anders sein muss, haben uns nicht überzeugt. Überzeugt haben uns die Gegenargumente, die es in der Literatur ja auch schon lange gibt, die sagen, es wäre ja der wesentliche Kern der genannten Vorbildbestimmung, mit der der Gesetzgeber ja auch einen Gleichklang, wie in den Materialien steht, zum Europarecht herstellen wollte. Also im Kernpunkt wäre dieser Zweck eigentlich verfehlt, denn genau dieser verfahrensökonomische Zweck, dass man nicht ein langwieriges Beweisverfahren abführen muss, um ohnehin ausreichende Zusagen für bindend erklären zu können. Genau, das ist ja eigentlich der Gedanke beim Artikel 9 der Verordnung 1 aus 2003 gewesen. Ich würde sogar so weit gehen, dass man eigentlich gar keinen rechten Sinn in der Bestimmung erblicken könnte, wenn man eben die Feststellung eines Verstoßes fordern würde, denn dass man auf ausreichende Vorschläge des belangten Unternehmens, mit denen zukünftige Verstöße ausgeschlossen werden können, dass man auf die wohl auch schon im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch im Rahmen eines ganz normalen Abstellungsverfahrens einzugehen wird haben müssen. Ich glaube, das ist auch klar. Das heißt, in Wahrheit würde sich eine Entscheidung nach 26 und eine nach § 27 Kartellgesetz nicht mehr unterscheiden. Ja, dann danke ich vielmals für die Möglichkeit, diese Weisheiten hier an geeigneter Stelle anzubringen. Und ja. Danke, lieber Niki. Wir haben jetzt ein wirklich sehr breites Potpourri an Themen gestreift, von den Fluggastrechten über die kartellrechtlichen Entscheidungen des letzten Jahres bis zu verbraucherschutzbehördlichen Themen. Es tut sich viel. Am Vormittag haben wir schon gehört, welche die Ideen sozusagen der Legisten sind. Also wir sind im breiten Fahrwasser. Wir haben am Vormittag schon, also im ersten Teil schon, reichlich Fragen gestellt und beantwortet bekommen. Die Frage hinsichtlich der fortgeschrittenen Zeit, überhaupt kein Problem. Wir haben noch eine Viertelstunde, in der wir uns in Fragen ergehen können. Also bitte ich, solche zu stellen. Hanno.
Ich würde gerne eine technische Frage stellen, die unmittelbar anknüpft an die Schilderung des Verfahrens über die Verpflichtungszusagen. Ihr Senat des Kartellgerichts hat die Verpflichtungszusagen akzeptiert und verbindend erklärt, ohne einen Verstoß festzustellen. Interpretiere ich Sie richtig, dass Sie sagen würden, in einem nachfolgenden Schadenersatzprozess hat diese Entscheidung keine Bindungswirkung, dass ein Verstoß bestand? Das ist wohl die zwingende Konsequenz, ja, würde ich doch meinen. Was ich übrigens verschwiegen habe, rein formalrechtlich, also auch dieser Direktantrag war dann relativ leicht zu lösen, weil die Bundeswettbewerbsbehörde auch bereit war, noch in der Verhandlung einen Abstellungsantrag dann zu stellen. Ob man das jetzt als Änderung oder als Verbesserung bezeichnet, sei dahingestellt. Aber ja, nein, aber das würde ich schon so sehen, natürlich. Wenn kein Verstoß festgestellt wird, hat das sicher auch keine Bindungswirkung, dass es einen Verstoß gegeben hat, ja. Weitere Fragen? Also, Hannes. Ja, ich möchte noch etwas einbringen, weil sich das jetzt so ein bisschen durch die Referate durchgezogen hat zur Wirtschaftskriminalität. Es gibt ja in Deutschland sogar einen eigenen Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität und auch wir sind immer mehr damit beschäftigt. Damit meine ich jetzt nicht nur den Schutzverband, sondern viele Institutionen, sich mit dieser Wirtschaftskriminalität zu beschäftigen. Eine Sache, es gibt eine sehr interessante Entscheidung des OGH in Strafsachen zu diesem gelben Branchenbuch Schwindel, der auch schon erwähnt worden ist. Und da hat der OGH festgehalten, dass auch die Täuschung über den Wert einer Leistung einen Betrug darstellen kann. Also wenn jemand sozusagen eine Leistung offeriert, das ist ja oft auch schon selber irreführend, aber wenn er auch noch über den Wert dieser Leistung täuscht, dann kann das als Betrug verfolgt werden. Und das ist oft ja der Fall, dass hier zu weit überhöhten Preisen etwas angeboten wird. Der Sachverständige in diesem Verfahren hat festgehalten, dass der Wert dieses Brancheneintrags gegen Null tendiert. Und deshalb war es relativ leicht, sozusagen hier eine entsprechende Täuschung feststellen zu können. Also das wird uns in Zukunft zu helfen. Und da sieht man auch, wie sich das immer mehr überschneidet, weil vor ein paar Jahre früher hat der oberste Gerichtshof schon eine Irreführung nach UWG gesehen und das hat aber im Strafrecht sich fortgesetzt, weil die hinter mir im Ausland waren und erst mittels Haftbefehl zu bekommen waren. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass die Institutionen hier sehr eng zusammenarbeiten, gerade wenn ich jetzt von diesen China-Lieferungen höre, die bei uns auch ein Thema sind, bis hin zum Registerschwindel, falschen Websites. Wir haben immer mehr Websites, wo Produkte angeboten werden, die nie geliefert werden, sondern wo es rein um Kreditkartenbetrug geht. Also da sollte man nicht einmal mehr einen Testkauf durchführen, weil dort wird nie eine Ware einlangen. Und in der Österreichischen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz, wo ich als ehrenamtlicher Generalsekretär tätig bin, haben wir jetzt eine eigene Arbeitsgruppe Produktpiraterie gebildet, die auch mit Rechtsanwälten, mit Verbänden versucht, hier kooperierend tätig zu werden. Insofern finde ich das sehr gut, wenn auch die Österreichische Wettbewerbskommission hier sozusagen eine Taskforce vorschlägt und ich bin auch gerne bereit, uns hier einzubringen, weil ich glaube wirklich, dass man das nicht mehr abgrenzen kann, dass nicht nur eine Institution sich mit seiner Sache beschäftigen muss, sondern alle Institutionen, sei es Kartell-, Verbraucherschutzbehörden, sei es eben Verbände wie wir bis hin zu den Strafbehörden und wir sind auch ständig mit der Wirtschaftspolizei in Kontakt, weil der Google-Fall war ein Fall, aber viele dieser Anbieter sind letztendlich nicht mehr greifbar und oft hat man nur mehr irgendeine Kontonummer. Aber das ist sicher auch die Zukunft und da geht es auch um den Wirtschaftsstandort. Da geht es wirklich darum, dass der Wirtschaftsstandort teilweise erheblichen Schaden nehmen kann. Wir kooperieren auch mit der Außenwirtschaft Österreich sehr eng, die ganz klar sagt, je mehr ein Land in der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität macht, desto höher ist auch das Ansehen des Landes international und desto geringer ist letztendlich auch der Schaden. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier am Ball bleiben und das ist auch uns ein großes Anliegen. Das war jetzt mehr sozusagen ein Statement, aber ich denke, es hat sich sehr gut eingefügt in diese vielen Beispiele hier. Danke, Dr. Vogel. Ich möchte eine kleine Anmerkung zu dem ersten referierten Fall. Wann wird ein Zusammenschluss wirksam machen?
weil er die Aufgabe der Gerichte hier sehr gut beleuchtet, und zwar für prozessuale Spezialisten. Man hätte diesen Fall auch lösen können mit einem einzigen Satz, in dem man nämlich sagt, es kann dahingestellt bleiben, wann der Zusammenschluss wirksam wurde. Jedenfalls liegt keine Strafwürdigkeit des Verhaltens vor. Dann kann man also prozessual sagen, alles, was in dieser Entscheidung steht, ist ein obiter Diktum zum Zusammenschluss. Das war aber nicht unsere Auffassung im 16. Senat, weil wir froh sind, wenn Fälle an uns herangetragen werden, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, dass wir diese Fälle dann auch lösen und nicht mit prozessualen Feinheiten den Antworten ausweichen. Und insoweit ferne fordere ich Sie also auf, bringen Sie Fälle zu Gericht und Sie werden dort hoffentlich gute und erfreuliche Antworten bekommen. Erfreulich für wen dann? Erfreulich auf jeden Fall zur Orientierung, und da sind wir auch sehr froh und sehr dankbar. Das unterscheidet, glaube ich, auch den Kartellsenat am obersten von manchen anderen, die gerne Fragen unbeantwortet und dahingestellt lassen, aber das kann ich gerne bestätigen, dass wir da am Kartellgericht sozusagen verwöhnt sind. Wenn Fragen kommen, werden sie auch beantwortet, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht unmittelbar beantwortet werden müssten. Ja. Das war jetzt eine unentgeltliche Werbeeinschaltung der Kartellgerichtsbarkeit. Bitte, Dr. Elstner. Ich möchte eine kurze Anmerkung zur Frage des Verkaufs und zur Einstandspreisen machen. Gerade in der Situation des Vergabewettbewerbs ist es häufig so, dass Unternehmen gute betriebswirtschaftliche Gründe haben, warum sie sozusagen mit zu Kampfpreisen anbieten. Das kann sein, dass sie Referenzen erobern wollen, um später erfolgreich anbieten zu können. Das kann sein, dass sie Marktanteile erobern wollen, weil das ihren Unternehmenswert steigert. Das kann sein, dass Sie Deckungsbeiträge zu Ihren bestehenden Fixkosten, weil Sie eine Unterauslastung haben, erwirtschaften wollen, wo es sachgerecht ist, zu Grenzkosten zu kalkulieren, wenn man darüber hinaus noch sogar einen zusätzlichen Deckungsbeitrag erwirtschaftet und alternativ den Mitarbeiter sozusagen nicht einsetzen kann, ist auch das betriebswirtschaftlich rational. Bislang bin ich davon ausgegangen, vorsichtigerweise, dass nur Marktbeherrscher, die dieses Institut verwenden, um andere vom Markt zu drängen und die Preise so lange zu unterfahren, bis so quasi Klein- und Mittelbetriebe nicht mehr in den Markt hineinkommen, dass denen das untersagt ist, dass aber Klein- und Mittelbetriebe durchaus mit einer rationalen betriebswirtschaftlichen Argumentation letztlich unter Einstandspreisen oder unter Vollkosten, um das ein bisschen präziser zu formulieren, aus betriebswirtschaftlicher Sicht kalkulieren dürfen und anbieten dürfen, weil sie eben die variablen Kosten, die Grenzkosten jedenfalls decken und darüber hinaus zu ihren sonstigen Fixkosten durchaus einen weiteren Deckungsbeitrag erwirtschaften. Und bei Klein- und Mittelbetrieben hätte ich auch in der Beratung grundsätzlich gesagt, das wird zulässig sein. Wie gesagt, anders bei sehr marktstarken oder marktbeherrschenden Unternehmen. Das ist jetzt nur, sagen wir, ein kleiner Fokus auf diesen vielleicht sehr ausschreibungsspezifischen Markt, aber ich glaube, dass auch diese Überlegungen auch in einer generelleren Betrachtung durchaus Argumente für sich haben, und das möchte ich hinterfragen. Es scheint sich irgendwie keiner genötigt zu fühlen, auf diese Frage eine Antwort zu geben, wobei ich dem natürlich sehr viel abgewinnen kann, was Sie gesagt haben, aber gut. Wenn ich was dazu sagen darf, es wird immer eine Frage des Einzelfalls sein. Und das meine ich jetzt gar nicht lustig, sondern man wird kein One-Fits-All-Modell finden, wo man sagt, entweder ist es erlaubt oder es ist verboten, sondern man wird das wie immer im Wettbewerbsrecht sich im Einzelfall anschauen müssen. Das heißt, den Kartellrechtlern wird die Arbeit nicht ausgehen. Aber ich glaube, das war das, was man dazu sagen konnte. Gut, weitere Wünsche, Anregungen? Wenn das Beschwerden, wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich ehrlich gesagt wieder herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für die vielen Fragen, die gekommen sind. Hoffe, dass ich Sie nächstes Jahr gesund und munter wiedersehen werde. Wir haben noch eine Schlussfolie eigentlich,
auf der sozusagen, genau, der Link angegeben ist, wo Sie dieses filmische Meisterwerk nachher nachsehen können. Wir haben uns gedacht, dass das durchaus Sinn machen könnte, diese Informationen, die, glaube ich, heute durchaus sehr gehaltvoll waren, sich noch einmal sozusagen durch den Kopf gehen zu lassen, dass man das am besten dadurch macht, dass nicht ich sie zusammenfasse und dann sozusagen etwas einfach etwas Eigenes daraus generiere, sondern dass Sie sich das im Original anschauen können, wenn Sie das wollen. Es dauert noch ein bisschen, bis das alles sozusagen online gestellt ist, aber Sie werden in Kürze dieses sowohl in der Kurzfassung als auch in der Langfassung sich anschauen können. Also sozusagen, es ist für jeden etwas dabei. Ich danke Ihnen, ich danke den Vortragenden am Podium, ich danke dem Herrn Bacher, dass er das hier alles gut aufgenommen hat und uns filmisch begleitet hat, und sonst noch einen guten, erfolgreichen weiteren Tag für Sie. Dankeschön.